Oh mein Gott, ich liebe die Sonne am Morgen. So, ich habe meinen körperlichen Teil meiner Morgenroutine abgehakt und jetzt kommen wir zum mentalen Teil. Mein mentaler Teil fängt eigentlich immer an mit dem täglichen Stoiker. Ich setze mich normalerweise bei gutem Wetter auf die Fensterbank und ja, das werde ich jetzt auch tun. Super Wetter, die Sonne scheint, ich setze mich auf die Fensterbank und lese meinen täglichen Stoiker. Peace. So, dieser tägliche Stoiker ja, beinhaltet 365, das heißt für jeden Tag im Jahr eine eigene Seite. Und auf der Seite ist erstmal ein Zitat von einem Stoiker, aus dem alten Rom meistens. Und dieses Zitat wird nochmal erläutert von Ryan Holiday. Ryan Holiday hat sich viel mit Philosophie beschäftigt und bringt das Ganze so in die heutige Zeit oder in das heutige Verständnis. Und ist einfach super interessant, tolles Buch und jeden Morgen ist es so ein ständiger Begleiter, der einem einfach ja, so einen positiven Start in den Tag ermöglicht und einfach ja, sich gut fühlen lässt und hier an der Fensterbank mit Sonne, es gibt glaube ich nichts Besseres, um nach der körperlichen Routine, wenn man sich echt schon gut fühlt, einfach ja, ein Buch zu lesen oder halt nur eine Seite zu lesen, ist gar nicht so ein großer Aufwand und man genießt einfach den Start in den Tag. Und jetzt, um zum wissenschaftlichen Teil zu kommen, nicht nur genieße ich diesen Moment hier gerade und ja, das, was es sozusagen für einen Spirit hat, sondern auch einfach, wenn man es wissenschaftlich nennt, die Sonne am Morgen ja, belebt sozusagen sofort die Vitamin-D-Synthese. Und Vitamin-D-Synthese ist super wichtig, vor allem in unserer heutigen Zeit, weil sehr, sehr viele Menschen, die halt nur im Büro arbeiten oder auch ich, der einfach meistens in der Halle ist und halt selten rauskommt, ja, haben einfach einen Vitamin-D-Mangel. Von daher, auch wenn man Vitamin-D-Tabletten nehmen sollte, benötigt man trotzdem mindestens 10 Minuten Vitamin-D am Tag, also wirklich UVB-Strahlen, um dieses Vitamin-D umzuwandeln. Und ja, deshalb setze ich mich gerne an die Fensterbank und auch wenn dann nur die Sonne ins Gesicht scheint, reicht das schon, um diese Vitamin-D-Umwandlung zu beginnen. Und wir sehen uns jetzt in der Küche, da mache ich mir einen Tee und dann geht es zum meditativen Teil meiner morgendlichen mentalen Routine. Peace. Kommt mal mit. Das erste, was ich eigentlich mache in der Küche, ist jetzt relativ einfach, Wasserkocher anmachen. Denn ja, ich verzichte auf Kaffee die meiste Zeit, auch wenn schwarzer Kaffee gar nicht so schlecht ist am Morgen, und trinke Tee. Aufgrund meines Intermittent Fastings, was ich jetzt mal anstrebe oder was ich jetzt schon seit einigen Monaten durchziehe, dass ich sozusagen mein Frühstück auslasse und ja, nur Mittag und Abend esse. Am Morgen habe ich daher einen Tee und ja, ihr denkt euch wahrscheinlich, okay, hey, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Nee, ist nicht so. Das ist ein altes Sprichwort an sich als Profisportler, wenn du morgens und abends Training hast und morgens sozusagen frühstückst vor dem ersten Training, liegt das Frühstück nur im Magen rum und dient noch gar nicht als Energielieferant. Von daher ist es als zum Morgentraining sowieso nicht nützlich, ein Frühstück zu haben, wenn man abends schon seine Speicher aufgefüllt hat. Dann reicht es auch, wenn man morgens halt nichts isst, weil der Körper noch die ganze Energie vom Abend hat. So, der Tee muss 3 bis 5 Minuten ziehen und in der Zeit setze ich mich immer schon hier ins Wohnzimmer. Ist ein bisschen unordentlich, es tut mir leid. Hier meditiere ich jeden Morgen 10 Minuten. Die Meditation am Morgen legt einfach so einen Grundstein für die innere Stärke. Ja, die Meditation ist einfach so ein neutraler Anker, würde ich mal so behaupten, nachdem man einfach seine Gedanken für den Tag ordnen kann, einfach mal wirklich
auf den Nullpunkt sozusagen kommen kann und einfach frisch jeden Tag die Chance gibt, der Schönste in seinem Leben zu sein, so schön wie man das sagt. Ich starte eigentlich immer damit, dass ich wirklich versuche erstmal meinen Körper komplett zu relaxen, okay? Ich gehe durch jeden Teil meines Körpers und relax ist erstmal so, dass es richtig schwer wird und wirklich ins Sofa einsinkt, dass ich sozusagen das Gefühl habe. Und dann fange ich an mit einer Atemroutine, also ich mache eine Mantra-Meditation. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Meditationscoach Oliver Hahn, der mir das einmal schon gezeigt hat und ich seitdem das fest integriert habe. Man geht sozusagen im Kopf ein bestimmtes Mantra durch und man passt seine Atmung dadurch an. Und jedes Mal, wenn die Gedanken abschweifen, geht man wieder zurück zu dem Mantra und konzentriert sich wirklich nur auf die Atmung. Und wenn die Gedanken wieder abschweifen, ist es voll okay. Die Gedanken schweifen ab, man muss es bewusst wahrnehmen, sagt, okay, ich nehme die Gedanken wahr und kehrt wieder zurück zu seinem Mantra. Und ja, das ist halt einfach wirklich ein schöner Anker, finde ich, am Morgen, diese Meditation. Und da ich halt nur wirklich nur diese App starte und halt einfach nur auf den Gong drücke und noch nicht vorher mein Handy gecheckt habe, starte ich sozusagen immer gleich in den Tag. Und egal, welche Nachrichten mich auf dem Handy erwarten würden, sie könnten, ist es erstmal egal. Weißt, man hat erstmal diesen Grundstein gelegt und nachher kann man, okay, vielleicht einmal gucken, was in der Welt abgeht. Aber wenn man vorher sofort auf sein Handy guckt, sofort alle Nachrichten beantwortet, wird man sozusagen sofort von den Nachrichten beeinflusst, wie der Tag wird. Und ich will nicht meinen Tag davon beeinflussen lassen, was andere Leute mir schreiben, sondern ich will einfach nur meinen Tag für mich selbst mit einem Grundbaustein beginnen. Und deshalb starte ich mit der körperlichen Routine und natürlich jetzt auch mit der Meditation. Der Tee ist jetzt gut. Dann beginne ich jetzt mal mit meiner Meditation. Bis gleich. Die Meditation geht eigentlich für jedermann. Ich denke, dass man immer einen positiven Start in den Tag haben sollte und ich glaube, dass man sich da halt nicht von anderen beeinflussen lassen kann, sondern nur sein eigener Herr sein kann. Und wenn man halt selbst sich eine Routine formt, die das ermöglicht, was gibt's Besseres? Und mit diesen Worten, bildet eure eigene kleine Morgenroutine, macht etwas, was euch glücklich macht, was euren Verstand bildet, was alles aktiviert, um das Beste aus dem Tag zu machen, weil wir haben nicht so viele Tage und weil die Zeit ist das Einzige, was wir wirklich nicht zurückdrehen können. Und von daher sollte man die Zeit nutzen und genießt den Tag. Ich fühle mich einfach gut. Ey. Mein Bauch ist schöne innere Anspannung, locker, voller Tatendrang. Und deshalb gehe ich jetzt auch mal los, setze mich an den Schreibtisch und erledige noch ein paar Sachen. Und hier würde ich jetzt auch meine morgendliche Routine beenden und wünsche euch einen guten Start in den Tag. Basketball ist not a sport, Basketball ist a lifestyle. Die Tasse passt wieder mal perfekt und und dann geht's gleich wieder zum Training, wie immer. Peace out und wir hören voneinander. You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Messing one of us, you be messing with the